Konstantin, schön, dass du da bist im Dirok TV. Das Thema ist ja heute Wertschöpfung in Unternehmen. Erzähl uns was davon. Ja, ich bin Konstantin Hopf, bin Assistent an der Uni Bamberg im Bereich der Wirtschaftsinformatik, darf dort Lehre machen im Bereich Business Intelligence und Analytics, cool. Data-Driven Decision Support und auch Forschung im Bereich der Anwendung von Machine Learning in Unternehmen. Ja, cool, spannend. Ja, was habt ihr, was forscht ihr denn so? Also auf der einen Seite haben wir konkrete Machine Learning-Anwendungen, wo wir mit Industriepartnern zusammen konkrete Probleme lösen, zum Beispiel im Energiebereich, im Bereich der Verteilnetz, wo wir versuchen, wie man Datenpotenziale dort heben kann und das Netz besser managen kann. Mhm. Auf der anderen Seite untersuche ich, wie Unternehmen effektiv Machine Learning einsetzen können. Und das ist eher qualitativ. Da führe ich zum Beispiel Interviews mit Data Scientists, frage die, was den ganzen Tag so machen, was vielleicht Hürden sind für ihre Arbeit und wie man organisationale Rahmenbedingungen schaffen kann, um eben diese Hürden abzubauen. Ja, cool, wow. Und was waren denn so die spannenden Erkenntnisse aus eurer Forschung? Also ich gehe jetzt mal auf den zweiten Bereich ein, Machine Learning, Wertschöpfung, Unternehmen. Da haben wir tatsächlich ein Prozessmodell entwickelt, wie Unternehmen mit Machine Learning wertschöpfen können. Mhm. Wir wissen ja, es gibt ja verschiedene Anwendungen von Machine Learning. Also wir haben einerseits die tollen Automatisierungsanwendungen, wo wir jetzt zum Beispiel Sprachassistenten haben, mit denen wir sprechen können, wo wir sagen, bitte mach das Licht an, mach das Licht aus. Wir haben aber den Großteil, sag ich mal, der zukünftigen Anwendungen werden ja Assistenzsysteme sein. Das heißt, wir haben Machine Learning-Anwendungen, die den Menschen unterstützen bei ihrer Entscheidungsfindung, die ihn vielleicht bei seiner Kreativität unterstützen oder die vielleicht einfach simple Tätigkeiten übernehmen. Das ist so der ganze Bereich Assistenzsysteme. Mhm. Und dann haben wir noch, was oft übersehen wird, natürlich Anwendungen von Machine Learning zur Wissensgenerierung. Das sind zum Beispiel so Ad-Hoc-Analysen, wo ich einfach wissen will, was war denn der Grund für einen Lieferengpass in der Vergangenheit? Die Analyse mache ich nur einmal, aber mir hilft halt diese maschinelle Lerntechnologie sehr stark dabei, weil sie halt in der Lage ist, sehr, sehr viele Daten auf einmal zu verarbeiten. Aber Konstantin, war das nicht auch so, dass ihr herausgefunden habt, dass ja, die Wertschöpfung gar nicht so groß ist beim Großteil der Unternehmen, dass es einige wenige Akteure gibt, die davon wirklich profitieren, die Machine Learning auch effizient einsetzen können, aber viele, gerade mittelständische Unternehmen, sich noch schwer tun damit? Also das haben nicht wir in der Forschung herausgefunden, sondern man nennt das in der Forschung auch das KI-Produktivitätsparadox. Mhm. Also dass wir auf der einen Seite so eine grundlegende Technologie haben, aber wenn wir auf die ökonomischen Zahlen gucken, also der Zuwachs der Produktivität, der nimmt ja eigentlich ab, was wir ja nicht erwarten würden bei so einer grundlegenden Technologie wie KI. Wenn wir zurückdenken an die Industrialisierung, da hatten wir enorme Produktivitätszuwächse oder im Bereich der Mobilität, globaler Wandel, da hatten wir auch enorme Produktivitätszuwächse, aber das bleibt eigentlich aus, wenn wir die Produktivitätszuwächse der letzten 50 Jahre anschauen, die gehen eigentlich nach unten und sehen wir nicht nur auf makroökonomischer Ebene, sondern auch auf Unternehmensebene. Es gibt Unternehmen, die investieren auch in den letzten 10 Jahren massiv in Big Data Analytics. Mhm. Und da sieht man halt nur bei Unternehmen in der IT-Branche, die massiv mit Datenanalysen zu tun haben, die auch wie große Online-Shops zum Beispiel, die profitieren natürlich extrem von dieser Machine Learning-Technologie, weil sie die Daten auch schon verarbeiten können. Aber es gibt so viele Hürden, die auch noch zu überwinden sind, technisch, organisatorisch, Komplementärinvestitionen, die wir brauchen. Wir brauchen Fachkräfte, die das in die Unternehmen bringen, vor allem in den Mittelstand, sodass wir einfach ökonomisch gesehen gar nicht so den großen Beitrag haben. Was auch interessant ist, vielleicht messen wir auch falsch. Vielleicht kommt ja der Vorteil von KI gar nicht dadurch, dass wir produktiver werden, sondern wir sind vielleicht glücklicher, weil wir eben die Texte nicht alle selber schreiben müssen, weil wir vielleicht einfach mehr Freizeit haben und uns vielleicht Sachen widmen können, die uns nicht so nerven, sondern die einfach uns mehr Spaß machen an der Arbeit, weil es vielleicht mehr zu tun hat mit unserem Intellekt, den wir dann anwenden. Also das heißt, es muss ja nicht notwendigerweise sein, dass wir mit KI produktiver werden. Es kann ja auch sein, dass wir einfach mehr Spaß an der Arbeit, mehr Freude haben. Ja, spannend. Und die Studien, die ihr gemacht habt, vielleicht erzählst du noch ein bisschen was zur Quantität der Studien. Waren das Unternehmen in Deutschland speziell oder waren das Unternehmen weltweit? Was sagen diese Forschungsergebnisse? Wie groß waren diese Studien angelegt? Wir haben zwischen 2018 und dem letzten Jahr über 60, mehr als 70
Projekte, die Machine Learning Unternehmen anwenden, untersucht. Das war eine globale Studie, wo wir Unternehmen aller Größenklassen auf allen Kontinenten, wo wir geschaut haben, dass wir wirklich eine breite Stichprobe von Data Scientists auch mit denen sprechen und über deren Erfahrungen mit KI-Projekten. Und also ein Ergebnis war eben, dass wir, da hatte ich vorhin, glaube ich, nicht fertig erzählt, diese drei Wertschöpfungsmechanismen nennen wir die. Also wir haben auf der einen Seite eben Automatisierung, diese Assistenzsysteme und Wissensgenerierung. Und was wir gesehen haben, das fanden wir sehr spannend, die wechseln über die Zeit. Also das heißt, ich habe Projekte, die starten vielleicht als eine Ad-hoc-Analyse, weil ich einen Lieferengpass habe. Dann stellen wir fest, oh, das ist ja super spannend, wir können da Einblicke gewinnen, die wir vielleicht auch regelmäßig brauchen. Das heißt, wir entwickeln das zu einem Assistenzsystem und dann stellen wir fest, ah, wir können vielleicht einen Alert, einen Hinweis geben, automatisch, so Achtung, Lieferengpass in der nächsten Woche vorhergesagt, und das wird dann ein Automationssystem. Oder es kann auch sein, dass wir Schocks haben, Umweltveränderungen, Covid zum Beispiel war so ein Thema. Wir hatten ein Beispiel, ja, das war ein großer Online-Retailer. Und die hatten automatisierte Anzeigenkampagnen. Und als dann die Covid-19-Pandemie kam, dann haben deren Anzeigenmodelle nicht mehr funktioniert. Das heißt, die mussten so einen automatischen Prozess offline nehmen, weil die Umgebung sich verändert hat. Aber wie passt es denn, dass solche KI-Initiativen so dynamisch sind, wie passt das denn in das Mindset, wie Unternehmen heutzutage allgemein IT-Projekte machen? Passt das noch oder braucht es für solche KI-Initiativen ein anderes Mindset, andere Werkzeuge? Was denkst du dazu? Also ich denke, was wir ja schon auch seit Jahren sehen, ist die Forderung nach einem agilen Mindset. Darauf willst du wahrscheinlich hinaus. Und das passt schon sehr gut in diesen Prozess, in diese Prozessdenke für Machine Learning, weil wir einfach sehen, wir müssen schauen, wie funktionieren die Sachen in der Realität. Wenn sie scheitern, können wir eine alternative Pfade entwickeln, wo wir die Projekte hin entwickeln können. Können wir adaptiv auf Veränderungen in der Umwelt oder wenn wir jetzt an die Regulierung denken, wenn sich plötzlich eine Regulierung ändert. Das muss ja nicht notwendigerweise eine KI-Regulierung sein, aber es kann ja zum Beispiel Veränderungen des Mehrwertsteuersatzes führt ja vielleicht dazu, dass sich die Daten ändern, das Konsumverhalten der Leute, und dadurch sind vielleicht meine Modelle nicht mehr so präzise für die Vorhersage, wenn sich eine Steuergesetzgebung ändert. Spannend, und dieses agile Mindset, was du ansprichst, ist das etwas, was erfolgreiche Unternehmen mitbringen? Ist das so ein, sagen wir mal, wenn man agil ist, heißt das, meine KI-Initiativen sind erfolgreich? Oder wie ist da der Zusammenhang? Also Erfolg ist ja wahnsinnig schwierig zu betiteln, sage ich jetzt mal. Was wir schon gesehen haben, ist, es gibt, das war so ein zweites Ergebnis, das eine andere Richtung auch noch aufmacht. Es gibt schon so eine Diskrepanz zwischen der Sichtweise der Manager, der Management-Sichtweise und der Sichtweise der KI-Entwickler, eigentlich sind es ja die Data Scientists, die diese Projekte dann umsetzen. Und also mit Data Scientists meine ich auch diese Data Engineers, die Machine Learning Spezialisten, die Machine Learning Operations Spezialisten, die das dann wirklich auch in den Betrieb überführen. Die würde ich jetzt mal alle unter den Deckmantel des Data Science mit benennen. Und was wir halt gefunden haben, ist, dass die eine Arbeitsweise hat, die gar nicht mit der Management-Perspektive zusammenbringt. Warum nicht? Also wir haben gefunden haben, wir haben angefangen und haben irgendwie so 5 Herausforderungen rauskristallisiert. Zum Beispiel, dass KI-Projekte wie IT-Projekte gemanagt werden, obwohl ich ja einfach Machine Learning-Modelle habe, die ich ja ganz anders verarbeiten muss. Ich kann jetzt ein KI-System nicht auf einer CD installieren. Ich kann da keine Patches deployen, sondern ich muss ja wirklich retrainieren. Ich muss die monitoren, wie die Performance ist und so weiter. Genau. Also haben wir so 5 Herausforderungen gefunden und haben dann festgestellt, eigentlich wissen wir das schon. Also es gibt ja zahlreiche Papiere, die über solche Herausforderungen sprechen. Und was wir dann gemacht haben, wir sind wieder in Klausur gegangen, haben die Daten nochmal angeschaut, die Interviews, und haben eben rausgefunden, dass es eine paradoxe Spannung gibt zwischen der Sichtweise der Data Scientists und der Manager. Und wir nennen die, wir beschreiben die Arbeit der Data Scientists als Handwerksarbeit, Craftwork. Aber was konkret wollen denn die Manager? Was konkret wollen die Manager und was konkret wollen eigentlich die Data Scientists? Und wo ist dann die konkrete Spannung? Die Manager haben so eine mechanische Arbeitsperspektive, die halt davon ausgeht,
oft, ja, ich will jetzt nicht generalisieren, es gibt genügend Manager, die es hervorragend machen, diese Technologie auch voranzubringen. Aber es gibt, also vor allem auch im Ingenieursbereich, die Leute sind trainiert da in diesem Ingenieurs-Mindset, sage ich jetzt mal. Da stellt sich die Frage der Erklärbarkeit gar nicht, weil ich ja ein physisches Modell herauskramen kann, das mir erklärt, wie die Welt funktioniert. Und genauso kann man ja davon ausgehen, ja, wir haben jetzt Coursera-Kurse, wir haben jetzt Online-Kurse, wo ich mir dieses ganze Wissen über KI und Machine Learning eigentlich online abrufbar trainieren kann. Ich kann Projekte machen, die sind dann planbar, so dieses wirklich planbare Mindset, dieses Spezifische, dass ich Jobrollen habe. Man fängt jetzt auch an, so diesen Bereich der Data Scientist einzuteilen in Jobrollen. So, du bist der Data Engineer, du bist der Machine Learning Specialist, du kümmerst dich dann um den Betrieb, der Machine Learning Operations Spezialist. Genau. Also ich denke mal, viele Unternehmen definieren ihre eigenen Rollen. Also man versucht, es runterzubrechen auf so eine Spezialisierung. Das ist so diese mechanische Arbeitsperspektive und demgegenüber steht halt die Handwerksarbeit. Das ist so der klassische Handwerksmeister, der ein Allrounder ist, der wirklich seine Werkzeuge beherrscht. Und genauso haben wir ja die Data Scientists, die ihre Large Language Models, die wissen dann, welchen Parameter muss ich denn aus ihrer Erfahrung tunen, damit ein gewünschtes Ergebnis rauskommt. Oder welche Variablen, welche Features sind relevant für eine gewisse Vorhersage. Das haben die durch ihre Erfahrung einfach, das sie mitbringen. Das ist hart zu quantifizieren, das ist hart auszudrücken. Das kann man schwer in Büchern nachlesen. Das ist sehr viel Erfahrungswissen, das damit reinspielt. Und auch so dieses Dranbleiben, dieses Explorative ist ja auch der Handwerksmeister. Michelangelo hat diese Sixtinische Kapelle da mit einer Hingabe gemalt. Ja. Der hatte auch einen Drang dazu, das fertig zu machen. Und das war eben nicht planbar. Also wir konnten jetzt halt nicht sagen, in einem Jahr, da ist das Projekt zu Ende, da muss diese Lösung stehen. Der hat länger gebraucht als geplant. Aber was kann der Manager denn tun? Also was kann der Manager denn tun, um so eine Kultur oder so eine Umgebung zu schaffen, in der KI-Initiativen fruchtbar sind und zum Erfolg führen und wirklich wertschöpfend sind, jetzt konkret? Also ich denke auf jeden Fall, der erste Schritt wäre, mit den Data Scientists zusammenzuarbeiten, die Sachen durchzudenken, auch die Risiken zu sehen. Die Data Scientists, die kennen ja die Projekte, die kennen ja die Risiken und die kennen auch diese Bedingungen, die sie verändern können oder die vielleicht sich verändern können in der Zukunft und da vielleicht schon vorzubauen. Also die haben ja so diese interne Perspektive auf diese Projekte und wirklich darauf zu hören, die zu fragen, schon in der Scoping-Phase von Projekten, ist es überhaupt realisierbar, also wirklich an allen Phasen des Projektes, weil die Data Scientists sind ja wirklich von Anfang bis Ende dabei, wohingegen ein Manager ist vielleicht bei der Scoping-Phase dabei und dann am Ende wieder, aber nicht beim Doing, weil das macht dann irgendwie eine andere Management-Ebene. Also wirklich den Data Scientist als Leader zu erkennen. Und fördern, ja. Genau, zu fördern und ihn als operativen Manager eigentlich zu verstehen, weil sie das Wissen haben und auch ganz viele Sachen schon kennen. Die sind eigentlich die Leute im Unternehmen, die Ressourcen, die sie haben, zusammenbringen. Etwas hinzuzufügen, etwas vielleicht noch eine Erkenntnis, eine Weisheit, außer der, die wir jetzt gerade für Manager gehört haben, vielleicht für Unternehmen, die noch nicht KI angefangen haben oder die jetzt in den Anfangsschuhen stecken. Was würdest du diesen Leuten mit auf den Weg geben wollen? Anfangen. Und zwar keine Angst. Wir haben mal eine Studie gemacht, wo wir gezeigt haben, was man schon mit kleinen Datensätzen anfangen kann. Und einfach anfangen, jetzt die Daten zu sammeln, die Einwilligung der Kunden zu holen, dass die Daten verarbeitet werden, aber nicht warten, bis dann die Daten in einem Jahr da sind, sondern jetzt schon anfangen, die Kompetenzen zu sammeln, die Prozesse auf den neuesten Stand zu bringen, dass sie halt eben ready sind für KI-Insights dann. Also wirklich anfangen ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Cool. Fängt auch mit dem agilen Mindset an. Also wirklich anfangen und scheitern und dann zu gucken, was haben wir daraus gelernt, wie können wir es weiterentwickeln. Das ist, glaube ich, so die Super. Beiden Vielen Dank für Sachen. Das Gespräch. Danke.